So ist nun mal mein Leben und ich will nicht anders sein. Würde ich mich anders geben, interessiert das auch kein Schwein. Das ist gerade wahr, das ist... Das ist aus meinem Buch, ein wilder Ritt durch 50 Jahre Paragraphistan. Und das ist ein Rap dazu. Der kommt in einer der Geschichten vor. Das ist praktisch eine Chronik von den letzten 50 Jahren, was so in der Welt passiert, in Deutschland und was mir dabei passiert. Das ist jetzt das erste Mal, dass bei dieser Veranstaltungsreihe Max Plus jemand hinkommt, der kein Musiker ist. Wie ist das dazu gekommen? Also wie ist der Kontakt zustande gekommen? Die Ecke Theater gespielt, also ich habe eine ganze Theatertournee Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch gemacht und da war ich unter anderem auch in Warndorf und da hat der Steffi Stephan gehört und hat sich die Ehre gegeben, hat das, ja, dann haben wir uns halt, ja, haben wir gedacht, komm, dann komme ich mal zu ihm rüber und mach mal hier mit bei Überraschung. Ja. Und was kriegen wir jetzt heute Abend zu sehen, zu hören? Ja, was gibt mir, also mich, meine Wenigkeit gibt's. Also, sehen und hören. Ja, ich bringe ihm drei Geschichten vor aus meinem Buch. Wie gesagt, ein wilder Ritt durch 50 Jahre Paragraphistan. Da ist, und da am Schluss mache ich eben noch eine Geschichte, das ist so ein Rap. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt schon spontan. Inzwischen war ich auf den Geschmack gekommen. Und zwar auf den musikalischen. Ich kaufte mir Platten von den Beatles, Jimi Hendrix, den Stones, den Doors, von Janis Joplin. Seltsamerweise lösten sich die Beatles noch in diesem Jahr wieder auf. Und die anderen, Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones von den Rolling Stones, Jim Morrison von den Doors, starben an einer Drogenüberdosis. Meine Idole, warum warfen die sich so weg? Ich verstand die Welt nicht mehr. Eigentlich wollten sie doch die Welt verändern. Erste Mal in Münster? Nein, ich war schon mal in Münster. Ich habe ja schon mal ein paar Live-Auftritte gehabt, ich glaube zwei oder so. Aber schon länger her, ich glaube 2006 oder 2007. Gibt es eine besondere Erinnerung an Münster? Ja, wie gesagt, ich lege ja immer mit meinem U-Boot hier an, am Kanal, ne? Und dann esse ich dann immer scharfe Pizza oder beziehungsweise scharfe Pasta Gamberini. Der U-Boot ist vielleicht ein gutes Stichwort, 40 Jahre oder mehr als 40 Jahre auf den Bühnen und vor der Kamera. Gibt es so ein Projekt, wo du sagst, das ist mir besonders in Erinnerung, das war besonders wichtig? 45 Jahre, also bei mir ist immer das nächste Projekt, also das nächste ist immer das Wichtigste, das nächste Projekt. Ich gucke immer nach vorne. Was ist denn das nächste Projekt? Das nächste Projekt ist eine Sitcom, da geht es um Fußball. Passend zur Europameisterschaft. Klingt so, als wolltest du viel mehr noch nicht verraten. Nein, das wird aber jetzt bald im Juli gehen die Dreharbeiten an. Und ja. Ja, we never walk alone heißt der Titel. So als gemeiner Fernsehzuschauer habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren war es ein bisschen ruhiger um Martin Semmelrogge, zumindest im Fernsehen oder auf der Leinwand. Täuscht das oder habe ich was übersehen? Ich war jetzt viel auf Bühnen. Ich bin seit 2004 auf Bühnen. Ja, ich mache ja, also wie gesagt, es hat sich alles ein bisschen verändert und als Schauspieler brauchst du Herausforderungen, tolle Rollen und die habe ich eben auf der Bühne. Das nächste Projekt ist 2018 Otello, wo ich den Iago spiele. Wie gesagt, die letzten Jahre habe ich viel eben tolle Rollen auf der Bühne gespielt, von Rosenkrieg über Geld anderer Leute, Edgar Wallace, Biedermann in die Brandstifter, Die Schöne und das Biest. Und jetzt habe ich nicht selber, also ein Freund hat mir die Rolle als Fußballpräsident Joe Teffler auf den Leib geschrieben. Und da ich auch im Fußball schon immer was machen wollte und schon immer gerne, also Fußballfan sowieso von klein auf bin, ja, das finde ich großartig. Also da freue ich mich richtig drauf. Und das soll auch mal ein bisschen, ja, so eine richtig schöne Screwball-Sitcom, also Comedy werden. Und da sind jetzt mal 8 Folgen geplant. Und der erste Schuss muss sitzen natürlich, ist klar bei Fußball, ist klar. Eine Frage, die ich immer schon mal stellen wollte. Du hast mal bei Pastewka mitgespielt in einer Folge. Das ist ja diese Serie, wo Prominente sich, wenn sie mitspielen, im Grunde selber parodieren. Du bist ja auch so ein bisschen so ein alternder, betrunkener Schauspieler. Fällt das schwer? Also ich habe Gott sei Dank, das ist auch so in meinem Buch so, hier, also ich habe eine große Selbstironie. Ja, und ja, ich glaube, das kommt bei den Leuten auch gut an und
Das ist für mich die Art, mit dem Leben, mit allem so umzugehen. Allem, was einem so widerfährt. Mit den Höhen und Tiefen und ja, die Selbstironie finde ich ganz wichtig, für mich zumindest. Und auch, wie ich also mein Leben und meine Geschichten betrachte. Wie viel konntest du denn da selber einbringen? Also war das Buch im Grunde fertig und du hast gesagt, ja, gut getroffen? Nein, das war festgeschrieben. Das war alles schon... Man kriegt viel... Was haben Schrotthändler und Schauspieler gemeinsam? Wir kriegen immer viel Schrott angeboten. Und wir müssen dann daraus was machen. Und wie gesagt, man macht dann da was draus. Es war genauso bei Bang Boom Bang, wo ich den Schlucke gespielt habe. Die Rolle war jetzt nicht so, wie sie nachher später... rauskam. Also man bringt da sehr viel Input mit rein selber. Ja. Ja, das macht es eigentlich aus, dass die Rolle dann gut wird und großartig werden kann und dass man glänzen kann. Jetzt sind wir heute in so einem, ich sag mal, Rockschuppen. Hast du selber schon mal Musik gemacht? Würde ich gern machen, aber dazu fehlt mir das nötige Taktgefühl. In jeder Hinsicht, oder? Ein Rhythmus, aber der geht von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden und da kommt kein Schlagzeuger mit. Und da ich ein sehr gründlicher Mensch bin, wenn ich mich dann mal versinge, dann fange ich nochmal von vorne an. Egal, ob die Band schon beim Refrain ist oder nicht. Alter, sei mal ehrlich, hast du irgendwas bereit? Wir waren immer vorne, zumindest die meiste Zeit. Auf der Überholspur, immer volles Rohr. Aber ich komme noch mal im Herbst wieder. Das ist jetzt bloß eine Kostprobe, die ich hier mache. Und im Herbst komme ich noch mal wieder mit meinem Rockmusiker. Und dann mache ich so richtig Rock and Read. Und dann geht es 2 Stunden lang. Und dann wird er richtig gerannt. Alles klar, dann erstmal viel Spaß heute und wir sehen uns im Herbst nochmal wieder. Ja, aber nicht, das heißt ja nicht, dass ja der Rap nicht gut ist. Interessiert. Wir sind schräg und voll daneben. Wir sind grausam und gemein. Würden wir uns anders geben, interessiert es auch kein Schwein. Muchas gracias. Hee hee!